Einen wunderschönen guten Tag, liebe Leute, und herzlich willkommen hier zurück zu einer weiteren Mod-Vorstellung hier auf meinem Kanal. Zum heutigen Mod geht es um den Fliegel VFW 10600. Und in diesem Video möchte ich euch diesen Mod hier gerne mal genauer vorstellen. Vorab dazu ein paar kleine Informationen. Ihr findet den Mod aktuell noch unter neueste Mods oder in der Kategorie Güllefässer. Der Autor von diesem Mod heißt der Baki und die Modgröße beträgt ca. 4,64 MB. Ist aktuell in der Version 1.000 für alle Plattformen verfügbar. Wenn ihr diesen Mod hier zum ersten Mal auf der Konsole kaufen tut, dann kostet euch dieser hier nur 3 Slots. Wenn ihr diesen Mod zum zweiten Mal kaufen tut, dann nur noch 1 Slot. Das Ganze finden wir hier auch unter Mods und DLCs. Und da haben wir hier schon den Fliegel VFW 10600. Dieses Güllefass kann hier aktuell Gülle und Gärreste laden. Dieses Güllefass wiegt ca. 2,6 Tonnen und kann hier knapp 10.600 Liter Gülle oder Gärreste laden. Braucht hierbei mindestens 85 PS und hat eine Arbeitsbreite von 10,4 Metern. Aktuelle Arbeitsgeschwindigkeit liegt bei 17 km/h. Kostenpunkt in der Standardkonfiguration 18.000 Euro. In der Konfiguration habt ihr hier wählbar die Reifenhersteller, einmal Trelleborg, Michelin, BKT, Friedestein, Continental, Mitas und wiederum Trelleborg. Bei Trelleborg könnt ihr wählen aktuelle Reifenvariante Standard, Standard 2, Standard 3 oder Breitreifen oder Standard. Dann habt ihr hier noch wählbar bei Michelin aktuell Standard, Standard 2, Standard 3, Breitreifen oder auch hier wählbar Standard. Bei BKT können wir hier auch wählen aktuell Standard, Standard 2, Standard 3 oder auch hier wiederum Standard. Friedestein können wir hier auch wählen aktuell mit Standard, Standard 2, Breitreifen oder auch Standard. Und dann haben wir hier noch Continental, hier könnt ihr dazu nur Standard wählen. Bei Mitas können wir hier auch wählen aktuell Standard, Standard 2 oder auch Standard. Und da haben wir hier wiederum Trelleborg. Unter Fahrschutz habt ihr hier wählbar mit Ja oder mit Nein. Und Kotflügel habt ihr hier auch wählbar mit Ja oder mit Nein. Hinzu kommt noch, dass ihr die Felgenfarbe anpassen könnt, entweder hier in Silber, in Schwarz oder auch gerne hier in Grün. Dann kostet euch dieses Güllefass aktuell in dieser Konfiguration 18.000 Euro. Ich habe mir ein paar Modelle mal hingestellt und dieses möchten wir uns gerne mal hier auch testen. Dazu nehmen wir hier aktuell mal ein Glas und dieses Güllefass dazu. Wir koppeln das Ganze hier mal an. Wir haben hier aktuell die Tastenlegung mit L1 und 4 für Güllefass anschalten, L1 und Steuerkreuz nach rechts für doppelte Ausbringmenge aktivieren oder die normale Ausbringmenge aktivieren. Und dann könnt ihr ihn sogar noch hier entladen mit L1 und R1 und Dreieck. Sonst habt ihr aktuell keine Tastenbelegung möglich. Wir fahren hier mal zu der Modell-Kaufstation. Können wir schauen, was wir hier so laden können. Gärreste oder Gülle. Wir wählen jetzt mal die Gülle aus. Können hier knapp 10.600 Liter Gülle laden. Wir fahren hier zu unserem Feld. Schalten dann das Güllefass hier an mit L1 und 4 und können hier auch schön unser Feld düngen mit Gülle oder auch Gärreste. Dann fahren wir hier mal die Bahn zu Ende, ja, und dann haben wir ein schönes Güllefass zum Düngen der Felder. Was wir hier an diesem Güllefass natürlich auch noch haben, ist das Licht. Ja, da haben wir hier das normale Licht. Blinker hinten rechts und Blinker hinten links. Hinzu kommt noch die Bremsleuchte, die haben wir auch dazu. Und haben wir hier, wie gesagt, ein schönes kleines Güllefass zum Düngen der Felder. Das Ganze könnt ihr hier für klein bis mittelgroße Höfe gut benutzen und mit knapp 5 MB
ist er natürlich auch sehr, sehr klein gehalten. Finde ich natürlich auf jeden Fall auch mal sehr schön gemacht. Ähnelt mir einem Fass aus dem 19er, das ich gern auch oft benutzt habe. Ja. Und das Ganze hat schon was. Damit sind wir hier leider aber auch schon zum Ende von dieser Mod-Vorstellung gekommen. Ich hoffe, euch hat das ganze Video hier gefallen. Wenn ja, lasst mir gerne mal euer Feedback da. Falls ihr Fragen dazu habt, Anmerkungen oder gern mehr, schreibt mir diese doch gerne bitte unten in die Kommentare. Besucht uns natürlich gerne auch auf Twitch oder schaut mal bei uns im Discord vorbei. Der Link zum Twitch-Kanal und zum Discord findet ihr unten in der Videobeschreibung. Dann wünsche ich euch auf jeden Fall noch einen schönen Tag. Vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.